Klassis. Oder ich locke alle in der Nähe und nehme ich das Flammending. Genau. Lass mal das hier. Auf Seite. Okay, jetzt nehmen. Alter, wie viele Dinger gibt's denn von denen? Da guckt der Kinder eigentlich den Plasma an. Auf dem ist immer verlassen. Liste. Da flippen wir gerade die Affen aus. Oh, jetzt muss ich mich heilen. Oh. Wo kam der denn? Warte! Wie ein Affen. Ja, hat fast geklappt, wie ich es erwartet habe. Nur fast. Ich höre dann noch diese Atmer. Die halten aber viel aus. Kinder! Ist ja Feuer und Flamme. Die Affen hören auch die Affen. So, wo ist denn der Typ hier? Ah, der ist sicher da drin. Ja. Wenn nur die Luft so schlecht ist. Hallo, ich habe hier ein Geschenk für dich. Was ist denn immer noch? Ach, Flamme geht hier nicht. Okay, dann. Harakiri. Nee, er kann da nicht rüberklettern. Alter, was sauer gemacht. So, immer wenn ein Gegner getötet wird hier, machen die Affen dann auf sich aufmerksam. Ja, das ist das schon nur. Ja, ist ja gut. Jetzt habt Seiten. Da kriegt er. Kriegt er den Ball hier weg. Aber nicht schon wieder mehr davon. Luft ist so steckig. So, nehmen wir auch gerade auf Feld. Oh boy, this is annoying shit. Wobei meine Plasma-Karte ist so power. So viel Power, bitch. Oh, was stimmt jetzt schon wieder nicht? Nein, böse. Nein, ich bin... ich Idiot! Hab ein Dreier-Ding benutzt. Oh Gott, noch einmal. Die Scheiße stand im Weg und ich drück einfach nur Tab. Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Jetzt hört auf zu hämmern da oben! Scheiß Nachbarn!
Achtung, bei der Atmosphärenauswertung wurden Giftgase registriert. Ein zuständiger Techniker wurde informiert. Ja, Giftgase, das passiert auch nach dem Bohnenessen. Denn nach Bohnen und Linsen bringen jeden Arsch zum Grinsen. Keine schwarzen Samariter heute. Guck, die eine Kammer ist offen. Und all die anderen? Bestimmt so wie Credits drin. Ach, dann eben nicht. Kein Platz. Was war's das schon? Na toll, was wird das für ein Mini-Kackraum? So viel zu Ebene 2. Der Tod langweilig. Wobei, hier ist eine Tür zur Kühlkammer. Ja, die ist offen. So, jetzt. Da ist so gefällt. Die Tür braucht auch eine Ewigkeit. Boah. Geiles Licht dafür. Jetzt kommen auch Gegner mit dicken Hoden. So, Kühlraum West. Go West. Oh, schon wieder so ein Anti-Gravity. Antigravitätsraum. Stasi. Stase. Staschkowski. So, dann gehen wir mal. Eintritt Schwerelosigkeit. Nein, falscher Button. Was hier machen? Nein, klein Mann. Hey, bleib stehen. Yes. Yes. Ah, das sind Spikes, da will ich nicht fallen. So, als nächstes. Ah, this round here. Ja, ist schon gut. Isaac, Ralf, hör auf. Oh, ist aber viel Blut und Dreck. Jawohl, dir bleibt nichts übrig. Wo war denn jetzt der Ausgang? Hilfe, Ausgang. Hilfe. Wo zum... Also. Ende der Schwerelosigkeit. Ey, die Tür geht. Eintritt Schwerelosigkeit. Oh, nee. Ja, Ende der Schwerelosigkeit. Ja, Ende, Eintritt, Ende. Ist kein Ende. Luftfilter. Achtung! Luftfiltersystem noch aktiv.
Das Betreten der Erinnerungsröhren ist. Hallo, Security. Oh Gott sei Dank, hier spricht Dr. Cross. Ich bin in der Hydrostation und versuche Second Engineer Jacob Temple zu orten, komme aber nicht durch zum Maschinenraum. Natürlich weiß ich, dass auf dem ganzen Schiff medizinische Alarmstufe ist. Deshalb suche ich ihn ja. Nein, für den Augenblick sind wir sicher. Aber die Monorail ist defekt und wir können nicht zu den Rettungskapseln. Hallo? Hallo? Wo sind hier so viele Explosivdinger? Kennt ihr nicht. Boah, Alter! Achso. Ich hab's geschafft. Sag mir bloß, du musst da durch. Hier ist hier was. Achso, jetzt schon. Okay. Oh fuck. Muss schnell sein, Leute. Sehr, sehr schnell. Here we go. Boah, fuck. Open. Haben Draht, oder? Das ist Tor. Halt! Ist da was? Health nehme ich auch. Erholt man. Ja, der ist jetzt weg. Du hast mir was gelassen. Nix, du Schweine. Schade, ich dachte, er kann den ganzen Körper nehmen. Ja, das ist mir sehr viel zu schwach, lustig. Ja, da ist noch was. Jetzt kommt es hier. Yeah, ich hab's. Okay, das war alles hier ungültig, oder? Das ist alles nur eine Nebenquest. Ne, da geht's weiter. Dachte ich mir, Jutsu, dachte ich mir, den ganzen Weg wieder zurücklatschen durch die Feuerbrut. Das wär's noch. Was ist denn die Lastenaufzugmusik eigentlich? Da hört man gerade Musik. Ja. Warnung, 10 Kilotonnen schwere Masse im Lebensmittellager registriert. 10 Kilotonnen? Affengeräusche ist mal wieder. Du bist so kleiner. Ich weiß nicht, da bist du. Jetzt ist voll raus. Ja, kick die weg. Wieder, okay, damit komme ich aus der Tür.
komme aus der Tür raus. Hier war die theoretisch vorhin zu. Nee, überhaupt. Wir müssen jetzt alles wieder offen sein. Ja, okay, okay, okay. Dick. Also mal hier fertig. Ja, okay. Dann. Ja, schnell raus. Schnell weg. Was immer das war. Mag ich nicht. Wir haben zwei Knoten. Da ist halt noch das Tempo übrig geblieben. Dann haben wir alles. So, Plasma Cutter Ultimative Power Tuning. Das ist nun ein männlicher Plasma Cutter. Ich bin von 5000 Plasma Cutter. Der ist so hart. Schneidet Zement. Beton. Ah! Eispisssäule. Halt, ist ein Shop, kann ich was verkaufen? Da bin ich mal gespannt. Halbleitergold, ja. 3000. Oh, das reicht für zwei Knoten. Knotensüchtig. Ich muss nicht so viele Knoten nehmen. Verknoten mein Leben. So, was steht da? Gefahr, Gefahr. Ah, wir müssen noch eine Kammer reinigen. Okay, irgendwo ist noch einer dieser Flügelwesen. Mit dem riesengroßen Bückel. Bückel, Buckel. Bückel. Masks on. Ah, okay. Da habe ich da einen vergessen. Weil ich war hier schon mal. Na gut, dann werden wir es halt leichter haben. Den einen habe ich irgendwo vergessen. Kann mir nicht vorstellen. Aber egal. Gut, egal. Der zeigt mir nach oben. Da gehe ich halt nach oben. Ebene. Okay, da drin. Ah, da nicht. Vor und zu. Nee, offen. Ach, wo habe ich denn den jetzt da vergessen? Jetzt ehrlich? Hier drin? Jetzt ehrlich? Das kann doch nicht sein. Drin, ne? Jetzt komm schon. Ich mach keinen Quatsch mit mir. Zur Kühlkammer. Ja, ah, hier. Die verdammte Kühlkammer. Wo hat sich der Sack versteckt? Ach, hier drin. Oh. Schwerelosigkeit. Oh yes, das ist fun. Nein! Falscher Button. Hier, wo ich vorhin so verwirrt war. Ja, gut, dass es das jetzt gibt. Oh. Ah! Tschüss. Jetzt muss ich da runter. Ach, okay, da muss irgendwo hier sein. Tja,
zeig dich. Ach, da bist du, ey, du Sack. Das war die letzte Einsicht. Die Atmosphärensteuerung hat einen Schalter, mit dem du das Sauerstoffrecycling neu starten kannst. Sobald die Luft sauber ist, kannst du ins Lebensmittellager. Isaac, ich habe mir diese Berichte durchgelesen. Die Crew fing an, Massenhalluzinationen zu haben und jetzt... Naja, ich dachte eben, ich hätte meinen Bruder auf einem Sicherheitsmonitor gesehen, aber das ist völlig unmöglich. Ja, das ist super unmöglich. Ich habe auch meine tote Freundin gerade auf dem Monitor gesehen. Verwirrt hier. Ich will raus. Fällt mir gar nicht. Oh Mann, sei doch nicht so kleinlich. Aber was denn jetzt? Ach, das ist doch Metall. Ich krieg gleich hier Bluthirn. Bluterguss. Oh, einfach nur raus von hier. Da muss ich auch hin. Na, oh, lass mich doch. Stress! Ende der Schwerelosigkeit. Mal. Endlich machen wir Schluss hier mit dem Kapitel. Durchwarzen durch die Kloake der Shimura. Stimmen. War mich wahnsinnig. Uptown. Es geht Uptown. Der zeigt doch einfach gerade die Linie. Der macht einfach so cool. Ja, hier zugerannt, aber kein Problem für meinen Cutter. Hallo, ich bin bereit zu alles. So, feucht und fleucht hier. So, jetzt reinigen wir mal hier die Luft, die Pflanzen und dann sind wir auch hier am Ende. Isaac, wo bist du? Hilf mir! Da, alles sauber, alles gut. Sämtliche Luftschächte werden geflutet. Stickstoff- und Sauerstoffsättigung werden wiederhergestellt. Abschottung des Lebensmittellagers aufgehoben. Ja, herrlich! Haben wir das gut gemacht, vielleicht. Logbuch der Hydrostation. Hier spricht Dr. Cross. Ich kann kaum glauben, was ich hier sehe. Das ist verrückt, total verrückt. Ich werde jetzt zum Schürfdeck gehen. Angeblich kommen alle Überlebenden dorthin. Jacob, ich warte da auf dich. Okay, ich warte auf dich. Schatz, ich warte auf dich. Unbekanntes Antigen. So, jetzt mach ja alles. Ja, es funktioniert. Verdammt. Das Gift war nicht stark genug. Was? Es lebt immer noch.
Rein da und mach es unschädlich, bevor es das ganze Schiff kontaminiert. Okay. Eintritt Schwerelosigkeit. Ich dachte, ich bin schon tot. Was ist hier? Zeig dein Wissen ab. Was denn? Ach, der Mann! Komm schon, nächstes raus. Schneewutz 3, raus. Ja, jetzt trau dich. Ach, scheiße. Wir haben noch einen Schuss, einen sauberen Schuss. Oh, wie fies. Und wieso lade ich jetzt meine Scheißwaffe nicht wieder nach? Dieser eine Bug im Spiel immer, der ist immer so nervig, dass der Tastatur immer nicht geht. Das liegt jetzt nicht an meiner Tastatur. Das ist am Spiel selbst. Eintritt Schwerelosigkeit. Ah, come on. Lade nachher muss ich jetzt manuell mehr machen. Achso, da hält ja wirklich nichts. Achso. Ja, sorry dann. Auf deinen scheiß Arm zu verteidigen. So, the next one. Oh, hau ab. Maul auf! Öffne deine Mutterlücke! Ja, auf die Schrumpf! Oho! Das ist ja fies! Volle. Das ist so, ich bin gleich mit dabei.
halt nicht so an, Ernst! Ich will gleich... Hör auf, Alter! Hör auf! Ab, Mann! Mann! Ein Hit, das wär's dann. Du hast es geschafft! Hammond, hören Sie? Die Sauerstoffsättigung normalisiert sich. Ein Abweg. Er ist schon wieder verschwunden. Kein Zeichen seiner Rick. Dann müssen wir wohl ran. Ich habe einen Plan, der uns von diesem Schiff runterbringt. Ich habe einen SOS-Sender auf dem Schiffdeck lokalisiert. Wenn wir da runterkommen und ihn aktivieren, können wir vielleicht einen Notruf absetzen. Oh Gott. Keine Ahnung, wie lange die Tür noch halten wird. So, das war ja ein Monsterli-Monsterchen. Alles, weil es schön einsacken, wie es hier gibt. Ich hatte wirklich eine Plasma-Rifle-Muni. Ich dachte... Er zickt mal wieder rum. Aber jetzt hab... Oh. So, erstmal heilen. Mal alles, was wir haben. Reicht's. Ende der Schwerelosigkeit. Das ist fast jetzt wieder voll, oder? Jetzt schnell zur Monorail. Das Kapitel ist auch abgeschlossen. Ja, richtig. Ja, Helmut ist weg. Halt. Lass mal Muni noch einnehmen. Ja, das war's dann. Halt! Ich dachte... Egal was ich dachte, ich denke immer falsch. Folgt eurem Stink, Leute. Immer. Genau, da ist die Monorail und somit halt. Ne, das ist nicht so viel Zigaretten. Und damit verabschiede ich mich jetzt schon mal. Und wieder habt. Vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. So heißt es. Und damit beenden wir die Folge Kapitel 6 Gefahr für die Umwelt. Abgeschlossen. Nein. Oder? Ja, ich speichere jetzt, wenn ich mache. Also dann, danke, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.